Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. Ich habe keinen Bock mehr, ich kann auch nicht einfach Schluss machen, weil hier ist kein Lagerfeuer. Außerdem, was soll ich da oben überhaupt machen? Ich meine, es geht dann da oben lang, hier lang. Ja, und dann? Was soll ich da oben? Ich glaube, das werde ich rausfinden, wenn ich da durchrenne. Oh. Ach ja, Flünzring. Okay. Ja, mein Herz schlägt ein bisschen, ich kriege Adrenalin ins Blut gepumpt. Ja, und jetzt? Ja, hä? Ja. Und weiter? Hier oben ist nichts. Und da scheinbar doch was? Der Ring. Was war da für ein Ring? Flimsring. Verringert die Belastung, erhöht körperliche Angriffe. Oh nein. Verringerte Belastung, erhöht körperliche Angriffe. Okay, das heißt, ich kann jetzt mehr tragen. Ah, hier kann ich runterspringen. Ah. Ja, tut mir leid, ich hoffe, es ist kein Problem für euch, wenn ich den Kampf da vorhin gemieden habe. Ich hatte halt wirklich keinen Bock auf engsten Raum gegen zwei Missionare zu kämpfen. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Ich meine, ich glaube, ihr hättet auch keinen Bock darauf gehabt. Ne? Ich meine, man ist doch sowas von einem Nachteil gewesen. Einmal Knochen 2. Ja, super. Okay. Dann würde ich sagen, wenn ich hier jetzt nicht irgendwie verrecke. Oh nein. Oh nein, was? Na gut, mal gucken. Ja, toll. Das waren die Seelen. Ja, da war jetzt die ganze Mühe umsonst. Toll. Okay, hurra. Aber hey, immerhin, ich habe die meisten Herausforderungen da jetzt gemeistert. Moment. Nee, da oben war ich doch nicht. Wie komme ich da hin? Okay, keine Ahnung. Wisst ihr was?
kann sein, dass ich die Folge gleich zusammenschneiden werde mit der nächsten, weil ich habe jetzt echt vor, eine Pause zu machen. Also wir sehen uns. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Die Pause ist vorbei. Und weiter geht's. Ja, was gibt's hier schon groß zu sagen? Ich habe vor die Seelen. Ach halt, ich muss jetzt da. Nein, doch, was hier lang. Ich habe vor die Seelen zurückzuholen, ohne zu sterben. Ja. Schauen wir mal, ne? So, eine Rasse. Zwei Rasse. Drei Rasse. Gut gedeutscht. Aha. Oh. Was das für Leiche? Ah ja, ich glaube, da lag auch was, ne? Letztens. So. Ja, ein kleiner Kratzer ist jetzt auch nicht die Welt. Und wie immer mache ich den Hund lieber auch gleich weg. Dann der Typ. Sind da nicht wohl jemand mit einem Hammer oder so? Komm, komm, komm. Da! Oh. Wohin schießt er? Ja, ja, ist ja klar, wohin, aber ich meine. Schießt er noch? Nein. Gut, dann. Der Turm steht da. Und irgendwie dadurch. Einer dicken Frau. Hm. Huch. Oh, das ist ja gemein. So eine Kuhle, wo man nicht hochkommt. Dass ich hier gleich überrascht werde von irgendwas. Oh, da ist ja was. Wow. Wow, das hat ja sehr gut funktioniert gerade. Wo ist der Baum? Lol, was? Ey, du nervst nicht. Oh, Scheiben. Ja.
warum leckt es gerade? Was zum Teufel? Hä? Was hat das Ding für einen Bogen? Nein, ich will keine Umarmung. Hohoho, frohe Weihnachten, ne? Wow. Nein, oh, die Kuhle. Oh. Oh. Ja, sehr gut. So, das war die Frau, Großholzhammer und Arbeitergewänder, gleich zwei Gegenstände. Cool, und hier, oh, hier ist auch was, sieht man aber nicht, weil die so massig ist. Stachelstreitkolben, jetzt bin ich mal aber gespannt. Stachelstreitkolben, so komm her du. Großhammerschlag, Wirbelschlag. Angriffskraft. Zusätzliche Effekte. Da, hier. Blut, oder? Blutungsschaden? Ja, glaube ich. Dort was? Dort müssen wir nicht, ne? Nein. Hier den Baum, dort war was. No. Du auch was getroffen? Nein, hast du nicht. Gut. Weiter, da ist was. Soll ich doch mal hier bitte um, nicht, dass jemand mit den Bäumen springt. Blut. Oh. Na, da war das Tor, das ich geöffnet habe. Da liegt nichts unten. Warte, was? Oh nein, oder? Nein. Ich konnte... Oh. Ehehe, ich konnte überhaupt nicht entlang. Nein. Oh nein. Moment. Da bin ich wieder, ich musste kurz raustappen. Das ist nicht so toll, wie ich mir anfangs dach überlegt habe. Soll ich einfach durchrennen? Ach komm, ich renne einfach mal durch. Den kleinen aber mache ich mal weg. Genau. Komm her. Ja.
Ja, okay. So, mal gucken, ob ich die Seelen jetzt bekomme. YOLO. Voll in der Luft. Wow. In der Luft. Wow. Oh. Das war die falsche Richtung. Jetzt habe ich ein Problem. Na, Mami, Ma. Toll. Jetzt habe ich wirklich ein Problem. Ha, die gehen zurück. Sehr gut. Na dann. Schauen wir mal, ob ich es wieder hinkriege. Jawohl. So, Siegwach, du hast ja da unten geschlafen. Richtig? Okay, er ist weg. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts irgendwie ruiniert oder so. Mit meinem Absturz nach unten? Nein? Naja, okay. Dann da hoch. Glaube ich, ja. War ja weiter nichts. Hier war, glaube ich, vielleicht irgendwo irgendjemand. Nein. Nein. So. Dann muss ich nicht, dahin will ich nicht. Dahin muss ich. Dann waren dort die Hunde. Ja. Genau. Komm, wow. Bullet the dogs out. Wow. So. Jetzt bin ich etwas aufgeregt, weil Nervenkitzel. Dort waren ja zwei Türsteherinnen. Ach, ich krieg da Adrenalin gepumpt. Naja. YOLO! Na dann, guten Flug würde ich sagen. Oh! Okay, das ist cool. Also muss ich nach wie vor gut fliegen. Ich vermute mal, ich sollte diesen kleinen Vorsprung irgendwie ausnutzen. Okay, und dann einfach hier runter stoppen. Ja.
hier niemand? Nein. Okay. Yay. Vorreste Brüder hoch, Weste aus Mira, Handschuhe aus Mira, Hose aus Mira. Ich krieg so viele Items hier? Was ist da? Eine Leiche in der Box. Snake, bist du das? Chloran, Tierring, noch ein Ring. Oh. Da ist wo hier? Moment, was ist das hier? Weste aus Mira. Gewicht 7. Nordlandrüstung 10. Und meine ist 10 Sitz. Ah ja. Die ist gut gegen Gift, wie es scheint. Gab doch einen Helm dazu? Ich weiß nicht mehr. Nein. Okay. Handschuhe, ne? Genau. Hose, okay. Dieser Ring vorhin. Flünzring. Verringerte Belastung erhöht körperliche Angriffe. Oh, Moment. Je weniger Belastung ich habe, oder wie, oder was? Und das da? Erhöht auch da? Oh! Okay. Ich glaube, da ich hier gerade nicht so viel Belastung habe, sollte ich den vielleicht ausziehen und stattdessen den hier anziehen. Erhöht auch die Regeneration. Oh, okay, warte mal. Moment. 1, 2, 4, 5. Okay, und jetzt? 1. Oh, ja, ein bisschen ja. Okay. Dann habe ich vor, zum Lagerfeuer zu gehen und dort zu schauen, ob es irgendwelche, ich möchte mal am Lagerfeuer dann mich ausruhen und, was gibt's hier? Nicht sterben, wenn ich hochgehe? Ich weiß nicht. Und die Rüstung anschauen, die ich bekommen habe. So die Beschreibungen lesen. Wow, wie schnell das regeneriert. So, hier ist nix. Ja. Dann bin ich ja hier fertig. Gut, den kleinen Teil habe ich abgehakt. Ich habe eine Menge schönes Zeug bekommen, nehme ich mal an. Gut, dass ich hier jetzt aufgeräumt habe. Letzten Endes war das doch nicht eine so schlechte Idee. Und ich habe gelernt, da hinten, wo eher wir haben gelernt, dass wir da hinten einfach durchrennen können. So, die scheinen jetzt irgendwie fixiert zu sein auf mich. Ich hoffe nicht. Die patrouillieren jetzt. Ich habe jetzt nicht vor zu kämpfen, weil wegen Leben, ne? Ich lasse ihn einfach durchrennen und dann renne ich selber durch. Ich habe jetzt einen Superring. Rennen, Walter, rennen! Hab ich gesehen? Nein. Gut. Sehr, sehr gut. Da hinten ist Big Mama Ratte oder so, keine Ahnung. Oder vielleicht sogar ein... Oh. Ich komme nicht. Oh. Ich muss Big Mama Ratte bekämpfen. Oh.
Na, kommt her, ihr kleinen Schnuckis. So. Ein Problem weniger. Jetzt kommt das Große. Lässt mich auch nicht einfach dann hoch, ne? Nee. Wow! Das war super gerollt von mir. Wow, das war daneben. Sehr gut. Och, ihr habt das getroffen. Große Seele eines verlorenen Leichnams. Oh. Okay. Ja, das war auch schon diese Folge. Okay, tut mir leid, wenn diese Folge vielleicht etwas zu kurz vom Inhalt eher kurz geraten ist. Allerdings habe ich ja noch schnell versprochen, zumindest die Rüstung vorzulesen. Und das mache ich ja auch. Und dann ist diese Folge Schluss, aber das ist kein Problem. So, Helden. Ja, genau. Der Nordlandhelm. Eisenhelm eines standhaften Kriegers des Nordens. Seine Gravur weist ein detailliertes Muster auf. Oh ja, Tatsache. Eisenschutzkleidung bietet eine überlegene Stabilität. Da sie aus dem Norden stammt, schützt sie zudem auch gegen Kälte. Das ist sehr praktisch. So, hier. Weste aus Mira und die Nordlandrüstung. Eins nach dem anderen. Eines standhaften Kriegers. Ja. In ihr ist ein Kettenhemd mit eingearbeitet. Sehr gut. Das scheint ein Gambeson zu sein mit einem Kettenhemd drüber. Eisenschutzkleidung bietet eine überlegene Schadensminderung. Da sie aus dem Norden stammt, schützt sie auch gegen Kälte. Okay. Weste aus Mira. Dieses Kleidungsstück trugen die Ritter von Mira auf ihren Reisen. Diese harte Lederweste wird nur bewährten Rittern verliehen. Oh, ich merke gerade, das ist ja kein Kleid, sondern ein richtiger Brustpanzer mit Hemd. Ritter reisen weit, um ihre heiligen Pflichten zu erfüllen. Nur wenigen gelingt es allerdings, ihre Versprechen auch einzuhalten. Nordlandhandschuhe. Handschuhe aus dickem Leder von einem standhaften Krieger des Nordens. Die widersteht nicht nur stumpfen Stößen, sondern speichert auch Wärme und schützt gegen Kälte. Dann Handschuhe aus Mira. Dieses Kleidungsstück trugen die Ritter von Mira auf. Ja, okay. Diese weichen Hirschlederhandschuhe werden nur bewährten Rittern verliehen. Ritter reisen weit um ihre. Ja, das gleiche stand auch wohl schon da. Missionarhandschuhe, ach hey. Die Handschuhe einer Missionarin aus der Kathedrale. Diese allesamt weiblichen Lehrerinnen zogen aus, um die Einwohner der untoten Siedlung zu erleuchten und sie zu Überbringern des Pfades der Opferung zu machen. Also, die sollen sich verbrennen lassen? Klerikerhandschuhe. Kleriker, die zu Untoten wurden, trugen diese Handschuhe. Diese typischen Gewänder blau gekleideter Reisender. Das heißt, den Klerikern wurde eine Pflicht anvertraut, die noch immer unbekannt ist. Ja, vermutlich Heide. Was stand hier bei der Robe eigentlich? Habe ich das schon mal vorgelesen? Ich weiß nicht mehr. Eine von Klerikern, die zu Untoten. Ja, okay. Es gehört zu den unverwechselbar leuchtenden blauen Roben. Es heißt, den blau gekleideten Wanderern wurde eine Pflicht anvertraut. Sie trugen große Abdeckungen auf ihren Rücken. Ja, auf ihren Rücken, um sicherzustellen, dass die Untoten unter ihnen nicht zu Brutstätten zu. Dass die Untoten unter ihnen nicht zu Brutstätten der Finsternis werden konnten. Hä? Große Abdeckungen auf dem Rücken. Warum?
Warum wird der Rücken zu einer. Wenn der Rücken nicht bedeckt ist, warum wird man zum Brutstätte der Finsternis? Wer kann mir das erklären? Arbeitergewänder. Dieses Gewand tragen die Einwohner der Untotensiedlung. Es zählt zur offiziellen Ausstattung bei Obduktionen und Begräbnissen. Natürlich ist die zeremonielle Bedeutung dieser Aufgaben ein Relikt der Vergangenheit. Niemand würde bei solchen Schrecken heute noch Vergnügen empfinden. Was mir gerade auffällt, was hier bei den Missionarhandschuhen stand, ne? Die Missionarinnen. Das sind tatsächlich wirklich Missionare. Wie mir gerade auffällt. Und die sind scheinbar wirklich alle weiblich. Die sind in der untoten Siedlung, um die Einwohner zu erleuchten und zu Überbringern zu machen. Des Pfades der Opfer. Gibt es deswegen die ganzen Leichen hier, die da überall aufgespießt sind? Oder entlang gestreckt oder so? Wieder einmal ist scheinbar die Religion schuld. Nordlandhose. Eine Kombination aus Polsterung und Stiefeln aus dickem Leder. Die widersteht nicht nur stumpfen Stößen, sondern speichert auch Wärme und schützt gegen Kälte. Diese weiche Hirschlederhose wird nun bewährt. Okay, da steht das selbe immer. Ritter reisen weit, um ihre heiligen Pflichten zu erfüllen. Ja, das gleiche steht da wieder. Kleriker zu. Ja, okay. Es heißt. Ja, okay. So viel dazu. Aber es gab ja noch Klau. Oh, wie viel ich hier schon habe. Oh. Die Waffensammlung wächst. Großholzhammer, genau. Steht da eigentlich was? Ein riesiger Holzhammer und Werkzeug der Arbeiter aus der Untotensiedlung. Er dient eher dem Zermalmen von Fleisch und Knochen bei Bestattungen und nicht dem Kampf. Was sind das für Bestattungen? Fertigkeit Wirbelschlag. So wird die Anspielung verstanden. Schlägt in einer großen Drehbewegung auf Gegner ein und nutzt den Schwung für einen schweren Schmetterangriff. Stachelstreckkolben. Wahlwaffe der Missionare aus der Kathedrale des Abgrunds. Mentoren der Bewohner der untoten Siedlung. Langen, scharfen Stacheln verursachen starke Schmerzen und Blutungen. Ja, das glaube ich. Fertigkeit, Wirbelschlag. Schon wieder. Ich würde sagen, falls es euch ja interessiert, werde ich den Mauszeiger einfach über die Gegenstände halten. Ihr könnt dann pausieren und selber lesen, okay? Gut, das war die Ausrüstung, das sind die Waffen. Dann danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.